Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stelle euch heute das Spiel Trickster VR vor. Es ist ein Fantasy Dungeon Crawler im, ja, ich würde fast sagen Comic Look, wenn wir uns das Ganze hier so anschauen. Nicht auf Realismus getrimmt, aber trotzdem sieht er echt cool aus. Wir haben jetzt hier ein Schwert und ein Schild zur Verfügung. Man kann auf Pfeil und Bogen auch umschwenken. Hinten ist so ein Dummy, hier ist so ein Dummy. Und man hat auch die Möglichkeit, wie ihr seht, man hat so Spezialkräfte. Hier habe ich jetzt eine freigeschaltet. Wenn ich jetzt hier Sehne anlege und ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, ja genau, ich muss den Thumbstick drücken, kann ich hier jetzt drei Pfeile gleichzeitig abschießen. Und man soll 22 Waffen freischalten können, die alle irgendeine Fähigkeit haben, wie ich so gelesen habe. Man kann 5 Gebiete erkunden. Der Hauptgegner sind wohl die Orks. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich habe echt noch nicht gespielt. Ich habe eben nur ein bisschen hier so in diesem Startmenü ein bisschen rumgeschossen und ja, mal ein bisschen probiert, wie das mit den Kämpfen ist. Also man zieht wirklich nicht durch die Gegner, sondern bleibt wirklich im Gegner stecken. Auch nicht schlecht gemacht. Das Geilste an dem Spiel ist aber eigentlich, es unterstützt Multiplayer, Koop. Bis zu 4 Spieler können zusammen halt bei diesem Abenteuer mitmachen. Und ja, das würde ich echt gerne mal machen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal den Singleplayer-Teil. Aber wer Bock drauf hat, schreibt mich einfach an. Wir können gerne mal zusammen ein Video aufnehmen. Wäre cool, wenn man wirklich insgesamt 4 Leute zusammenbekommt. Und ja, wer Bock drauf hat, schreibt mich einfach an. Im Discord, per E-Mail, ist egal. Da finden wir schon eine Lösung. Und ja, dann kann man mal so ein Multiplayer-Game hier aufnehmen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Achso, zum Bewegungsablauf. Wir haben Locomotion, was ganz wichtig ist. Und wir haben auch Snapdome dabei. Man kann aber auch Teleport nutzen. Da muss man den linken Stick wirklich runterdrücken, dahin bewegen, wo man will, und dann loslassen. Dann teleportiert man. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist die Karte. Na? Und ja, wir haben hier jetzt einen Teil, wo wir schon hin können. Alles andere ist noch zu. Und ja, dann machen wir das mal. So, here we go. What's it going to be this time? Okay, ich habe es jetzt ausgewählt und ich glaube, ich muss durch dieses Stargate, nennen wir es einfach mal. So, ich drehe mich nochmal kurz zur Kamera. So, und los geht's. Ne, geht doch nicht los. Dann muss ich jetzt nochmal schauen. Wie gesagt, ich habe es echt noch nicht probiert. Ah, da ist es doch. Ich muss hier drauf drücken und nicht da. Difficulty Casual. Okay, ich habe da jetzt nichts eingestellt. Das ist wahrscheinlich der Normalmodus. Ja, dann legen wir mal los. Find the Power Sword, destroy the Red Crystal. Always check your flanks. You don't want to go down in history as the one who got outsmarted by an orc. Oh, da kommen sie schon. Gehen wir mal unsere Pfeilkünste hier. Brutal! Stirb! Jetzt probieren wir mal, wie wir mit dem Schwert kämpfen können. Kleine bucklige Orks. Also man kann hier nichts, keine Körperteile abschlagen oder so. Pfeil und Bogen fand ich echt nicht schlecht. Check it out. Open. Oh, whoa, whoa, whoa. Scroll of Meteor. Ah, okay. Grab and hold. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Zauber. Müssen wir nachher mal probieren. Können wir jetzt nicht nehmen. Hier ist auch nichts mehr, okay. Was ist denn die fiesen Orks? You're gonna have to trust me on this one, but move closer to that red floating thing. See those crystals sticking up from the ground? Use them for cover, nice and simple. Nice and simple. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Schauen wir, was da ist. Hier ist nichts, okay. Oh, habe ich irgendwas getroffen gerade, diesen Kristall? Okay.
Gehen wir jetzt mal hoch. Wanna go treasure hunting? There's an old chest right ahead. I wonder what it does. Don't keep me waiting, could you? Wow. Der alte Schamane hier. Ja, Münzen. So, was haben wir denn hier? Mal kurz drehen. Ah, okay. Still impress me sometimes. Oh. I'm fixing up a portal back home for you. Ich hab ihn beeindruckt. Ich will aber erstmal gucken, was hier noch ist. Kannst mich doch nicht einfach wegschicken. Follow the blue light, okay. Kann ich denn sonst mal irgendwas aufheben oder? Vibrierte Kontrolle? Nee. Okay, wäre natürlich auch cool, wenn er irgendwo gegenschlägt, dass er auch vibriert. Wow, bin ich fast runtergefallen. Ha, Headshot. Du besorg. Skyship? Wow, okay. Kann ich auch mein Schild kaputt machen? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Haust du ab! Ist das alles mein Inventar oder habe ich noch irgendein Inventar? Okay, das sind die Quests hier. Items. Summon a Meteor from the skies, dealing 30 bis 50 Damage oder bla. Okay. Also da können wir irgendein Meteor beschwören. Wir müssen dahin. This is too easy, meint er. Du wirst dich gleich noch umgucken, Junge. Ah. Wir haben hier den Kopf so geduckt, da kann man gar nicht so gut drauf schießen. Da ist auch noch irgendwas Interessantes. Da drauf schießen. Kann man denn wirklich? Ah, okay, wenn jetzt gleiche Gegner kommen, können wir. Ah, okay. Spannen und. Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Ach, das Kabel stört mich gerade. So. Dann empfangen wir die direkt mal hier. Ich höre die auf jeden Fall, aber. Ha. Noch einer? Was macht der da?
wieder kämpfen mit der Treppe. Okay, das ist wahrscheinlich ein kleiner Bug gewesen. Da wusste die KI nicht mehr, was Sache ist. Unser Glück. Aber noch ist es auch nicht so schwer. You found it! Look for the control! Yeah, found it. Give it a little tap. Wake the portal. Ich Looks like someone was trying to hide a treasure nearby. It's a chest. Hab ich mir gedacht. Okay, wo? Headshot. You still impress me sometimes. Now we're talking progress. Ich habe was freigeschaltet. Armbrust? Sieht nice aus. Okay, cool. Not quite the real thing, but good practice. Okay. Wie man hier. That's right. Get in the zone. Okay, man kann relativ gut zielen, wenn man über diese Kante hier als Kim und Gorn nimmt. Das ist ganz gut. Okay. He's still impressed. Oh, you're gonna love this. Okay, das ist kein Wave-Modus, also. Ah, was haben wir denn da? Sharpshooter, Crossfire. Was? Okay, hier können wir aussuchen, was wir wollen. Und wir können auch upgraden. Ah, okay. Also wir schalten. Oder wir sammeln Geld und damit können wir dann wirklich. Okay, das gefällt mir. Und ich will den Bogen spielen. Machen wirklich Sharpshooter hier. Also Scharfschütze. Weiter geht's. Remember, tactical retreat is always a sound option. I won't tell anyone. Promise. Wo will er hin? Haha. Wow, can't wait for you to try this one. Boom, Junge, in your face. Nein, hier lang. Alright! Look for an eye of the blue light above it. That's the way back. Hurry up a bit. Okay, haben wir jetzt da was von? Oh, der hat gut gesessen. Ach komm! Das ist aber gemein, mit deiner Axt schmeißen.
müssen dahin. Kann man nach hier hoch? Ja. Da ist irgendwas. Ah, da können wir drauf schießen und dann explodieren die wahrscheinlich. Da probieren wir es mal aus. Okay. Vielleicht kann man hier noch irgendwas Wichtiges sammeln. Sehr nüchtern. Ich bin der König der Welt! Okay, gehen wir runter. 26 Pfeile haben wir noch. Watch out! A skyship! Skyship, cool. Level 1 Ochs kann ich nicht sehen. So, jetzt holen wir uns aber noch unser Trank ab. What do orcs hide in chests anyway? There's one nearby, find out. Okay, Geld. Scroll of Horse. Ah, man kann immer nur eine verschiedene Rolle. Drachenatem. Scroll of Horse. Wir nehmen mal Drachenatem. Das hört sich gefährlich an. Ich stehe schon wieder gegen der Wand hier. Haben wir jetzt irgendwas? Nö, ne? Nützt auch nichts, irgendwo drauf zu schießen, weil wir haben noch nichts. Okay. That's the portal right there. Let's see if we can fire it up. Wake the portal. Ah, man kann aber jetzt da oben hin. Quasi wieder zurück. Mal schauen, was wir dann anrichten können mit dem Ding hier. Ah, nicht viel. I can do it. A way out here. Jump into the portal quickly. Komm nicht mal. You're getting better at this, yeah? They're even uglier from up close, aren't they? I wonder they get so. Okay, jetzt kann ich wieder holen. Arrow Speed, da brauche ich 200 für, okay. Okay, nächste. Da ist alles nur hier wahrscheinlich. In and out, just like I told you. Cloudy Island. You like that smirk off your face. Sunset Pass. Dann machen wir erstmal hier. Cloudy Island. A
group of orcish mages called the High Shamans by their peers occupy these infamous islands. They have set... Hey, was that a chest? I'm pretty sure I just saw a chest. Right there in front of you. You ever wonder who the real bad guy is? I mean, every hero needs one. Orc down! Wenn man den nachher gut aufgelevelt hat, kann man die wahrscheinlich auch mit einem Schuss direkt down kriegen. You're gonna have to trust me on this one, but move closer to that red floaty thing. See those crystals sticking up from the ground? Use them for cover, nice and simple. Oh, cover. Ich cover hier. Komm. Gehst du down, Junge? Now there should be a way back nearby. Look for an ugly arch with a blue light above. War aber ein Schaman oder so. Heads up! We have a skyship incoming! Ja, wir haben mehreres incoming hier. Nice! Boah, Junge! Machen. Ah, geil. Kann man das Schild werfen, wenn man freigeschaltet hat. Echt ein paar coole Sachen bei, also so Upgrades. Wir hören wieder was. Ah, jetzt muss ich mich mal kurz drehen. Ah, ne, erstmal so. Bisschen weg von der Wand. Mann. Ich brauche ein größeres VR-Zimmer. Hey, jetzt, wo ich geschossen habe, ne? Wir haben 30. Mal gucken, ob wir nachher auch ein bisschen mehr Pfeile tragen können. Wahrscheinlich. Oh, der ist ein bisschen stärker. Ja, walk down ist nicht so einfach. Immer so leicht gesagt. Wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob irgendwo versteckt so ein paar Kisten oder so sind. Aber sieht jetzt gerade nicht so aus. Hm. That's our stop. Now for the happy ending. Fire up the portal. Ah, wir kriegen wieder was.
Neues Schild? Ja, neues Schwert dann, so. Cool. Das gefällt mir. Upgrades. Aber manchmal hier schalten so. Reale habe ich nichts zum Freischalten. Range könnte ich jetzt schon mehr machen. Max Ammo, da haben wir es auch. Okay. Okay, hier, hier können wir jetzt nichts machen. Whirlwind. Summons a Whirlwind of Swords dealing 6 per second to all enemies within. Ah, okay. Also ein richtiger Wirbelwind mit Schwertern für 6 Sekunden. Scheint nicht schlecht zu sein. Probieren wir aus. Wir haben wieder ein neues Dings freigeschaltet. In and out. Möchte ich auch, like euch direkt zeigen. And wipe that smirk off your face. Mal gucken, was die Dinger hier können. Before the world ended, the war chief was one of the highest ranked commanders in this king's army. There is no horde without a head. Wanna go treasure hunting? There's an old chest right ahead. In and out, just like I told you. And wipe that smirk off your face. Da kommt doch jetzt einer runter, oder? Ja. Ihr habt keine Chance, Leute. Schön mit den Dynamitstangen. Ich hab fast Diamanten gesagt. Recognize this arm. Don't try to punch your way through it. Look for the unprotected spots. Okay, Kollege. Give him warm welcome, boys. Now there should be a way back nearby. Look for an ugly arch with a blue light above. Okay, den haben wir erledigt. Er hat aber echt viel eingesteckt, wie oft ich da gerade draufgeknallt habe mit den Schwertern. Na kommt. Oh, der wird wütend, der wird wütend. Da knallt man ihn direkt 3 Pfeile rein, wenn er wütend wird. Gefällt mir besonders mit diesen Spezialattacken, die man hat. Schade, dass man hier die Schwerter so... Ist bei Swords of Gargantua oder Welt in Sorcery besser geregelt oder gelöst. Use this wisely. With great power comes irresponsibility. Okay, jetzt haben wir. Warum kann ich jetzt nicht 2 nehmen von Drachenatem? Natürlich blöd. Okay, aber können wir ja nochmal verwenden. Hey, I think I've seen a chest somewhere around here. Wir haben mal die Spezialattacke schon aufgeladen. Ihr seid direkt dran, Leute. Ist gar nicht schlecht für so Mengen an Gegnern. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Ich muss rein. Wonderful. Wonderful. Aha, wonderful.
Okay. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir noch eine Runde, das wäre jetzt Sunset Pass, machen wir hier. Cruel Canyon. So, dann machen wir hier. Nehmen wir die nochmal mit. Aber man kann hier nachher ja, auch irgendwelche Schwerter. Axt, noch ein Schwert. Das ist ja der Bogen. Ist das Magie oder eventuell eine Bombe? Ich weiß es nicht. Aber hier kann man echt viel freischalten, wie man sieht. Eine Pfanne. Ja, echt cool. Was müssen wir machen? Find the Black Iron Forge. Oh, Level 5 haben die schon. Ja. Mann! Die haben aber eingesteckt. Okay. Jetzt habe ich wieder ein paar Pfeile. Kommen die von da? Ja. Ja, also Spezialattacke hier. Und schon wieder mal die Spezialattacke, wie cool. Schuss. Was ist das? Wanna check it out? Was ist das? Oh, dem passiert nichts, okay. Brutal. Da ist so eine Kiste. Kann man hier hoch? Ja, ich kann hier gleich abstürzen. Okay, nee, das ist nicht vorgesehen. Oh, der hat aber auch wieder eingesteckt hier. Whirlwind. Wo sind's am Brüllen? Ich mache euch kaputt. Oh, too easy wird das nicht. Komm, wir lassen den mal hier lang. Oder da, sollen wir hier lang? You can do it. Ein bisschen verschachtelter hier. Ich komme aber nicht dahin. Keep your distance and wait for an opening in his defenses.
kaputtgeschlagen. Oh. Ach, ich bin hier ein bisschen gegen der Wand. So. Komm her, Jung. They're going to be terrifying of you. What do orcs hide in chests anyway? Da muss man, ne? Wow. Okay. Da haben wir ein Problem. Okay. Das bin ich aber nicht. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wo ist er? Ha. Komm, Junge. Komm. Komm zu mir. Komm zu Papa. Kleine Drecksack, ey. Was hat er? Ah, jetzt hat er seine Schilder wieder. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten oder den müssen wir das jetzt kaputt schießen, aber wir haben auch nichts mehr. Fuck, fuck. Let it snow. Got something to warn you of. Ja, ich brauche Pfeile. Aber woher nehmen? Da noch welche? Nee. Vielleicht da hinten. Scheiße. Ah, komm. Hier hab ich schon Pfeile. Komm her, Junge, komm! Okay. Wenigstens haben wir schon mal was. Ein Zauberspruch ist schon mal nicht schlecht. Aber das ist echt ein harter Brocken. Also, da wär man mit mehr Leuten besser bedient. Wo ist der kleine Drecksack? Ey, Arschloch! Ah, guck mal hier, Leute. Oh. Er läuft aber nur da rum, okay? Lass uns den mal ärgern hier. Ach ja, du kannst uns nichts anhaben. Nun ist er lächerlich. Oh Gott, lauf.
Na, jetzt kann er wieder aus dem Vollen schöpfen. Gegner, Junge. Du warst ein harter Gegner. Du warst ein harter Gegner. Okay. That's our stop. Now for the happy ending. Fire up the portal. There's a chest just ahead of you. Maybe worth checking out. Oh, jetzt haben wir nur das Schwert, ey. Das hat das hart. Und die kommen jetzt wahrscheinlich überall. Komm, charging! Hab ich ja noch nie benutzt. Soll ich aufladen? Nee, das war's. Boah. Scheiße, einmal noch eine Superkraft hätte ich geschafft. Okay, wir können uns wiederbeleben. Ja, kriegen wir wieder eine neue Kiste? Book of Force. Also das wird wahrscheinlich Magie sein, oder? Das gehen wir uns jetzt nochmal angucken. Ich wollte jetzt die Folge hier beenden, aber das müssen wir uns vorher nochmal reinziehen. Healing Flask. Okay, das ist natürlich cool, dass man jetzt da was zum Heilen dabei hat. Und Book of Fire. Ah, okay. Man kann entweder diese drei kleinen Messer mitnehmen zum Werfen, also die Wurfmesser. Man kann so einen Heilungstrank mitnehmen oder hier so diese Spezialattacke. Okay, jetzt verstehe ich ja erst. Also hier gibt noch so viel freizuschalten und zu erkunden, echt cool. Aber ich freue mich am meisten auf diesen Multiplayer-Part. Also da habe ich echt Bock drauf und ja, wie schon am Anfang erwähnt, wer da Lust drauf hat, wer das Spiel hat oder sich das dann trotzdem holen will, meldet euch bei mir, dann können wir mal eine Runde zusammen zocken. Ich würde natürlich auch gerne dann ein Video im Koop aufnehmen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich echt über ein Like freuen. Und ja, wer noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich auch drüber freuen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.